Ja, moin Pyrus, willkommen zu einem neuen Unboxing. Ich habe heute ein kleines Paket, ich habe es an der Stelle jetzt schon geöffnet, war nicht sonderlich verpackt. Im Hintergrund seht ihr einige Sticker für die, die sich fragen, warum. Es gab jemanden, ein kleines Kind, sag ich mal, der meinte, meine Videos runterladen zu müssen, meine Tonspur zu entfernen, Musik zu hinterlegen und es als sein Video hochzuladen. Viele Grüße an der Stelle, ich hoffe, du siehst es und genießt deinen Strike. Viel Spaß. Und ja, ich packe jetzt das Ding mal aus. Es sind nur drei Artikel, aber besondere Artikel. Wir fangen mit dem Besondersten. Gibt es eine Steigerung von Besonders? Ich glaube nicht. Wir fangen einfach mit dem PS3 an von Funke. Ja, wir haben eine Kategorie P1-Zulassung. Hier ist leider irgendwas dran. Ein Sticker, gut. Ja. Ja, wie gesagt, 40 Gramm hat das ganze Ding, sind 10 Böller enthalten oder Schallerzeuger. Jeder hat 3 Gramm Knall, 1 Gramm Vorbrenner, wenn ich richtig informiert bin. Und ja, sie werden zugepackt in eine Vitrine kommen, die hoffentlich auch demnächst ankommt. Ja, davon werde ich mir auf jeden Fall noch eine Packung holen für den Test. Als nächstes haben wir aus dem Hause Salon Roger Fireworks, ja, einen Schallerzeuger in der Kategorie P1. 60 Gramm NEM, 20 Böller, wie erwähnt, der Color Nitrat Blue. Ein richtig heftiger Böller, solltet ihr euch mal die Tests angucken. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr die seht, krallt ihr euch am besten gleich mehrere Pakete. Ich habe jetzt nur eins gekauft, weil ich erstmal gucken wollte, ob dieser Typ safe ist. Wie ihr seht, ist er's. Ich werde trotzdem keinen Namen nennen. Und ja, dann kommen wir zum letzten Artikel aus dieser Packung. Ja, richtig, Donnervögel Kaliber B. Ich habe sie endlich bekommen. Ja, hat mich ein bisschen was gekostet. Kategorie F3. 48 Gramm NEM, Herstellungsjahr ist 2017, also schon ein paar Tage alt. Wird definitiv ein Test kommen. Das ist ein Aufstiegseffekt mit einem Zerleger in der Luft. Und ja, 4 Gramm pro Stück heißt 12 in der Packung. Und das war auch schon der letzte Artikel aus diesem kleinen Päckchen. Ich werde jetzt gleich noch das zweite Unboxing aufnehmen. Das ist das hier. Das Paket wiegt ein paar Kilo. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier habt ihr nochmal einen kleinen Überblick. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.